Meine Damen und Herren, wenige Größen aus dem internationalen sogenannten Showgeschäft haben eine ähnlich dramatische Vita hinter sich. Wenige genießen ähnlichen Respekt wie die Person, die ich jetzt das Vergnügen habe anzukündigen. Respekt nicht nur für die musikalische Leistung, von der Frank Sinatra gesagt hat, Harry ist der Größte, sondern vor allen Dingen auch für seine aufklärerische Leistung und seine Arbeit im Kampf gegen Apartheid. Herzlich willkommen, Harry Belafonte. Mr. Belafonte, wir gehen gleich mitten rein. You're so tall. So are you. Oh. Wir gehen gleich mitten rein. Es gibt eine Spruchweisheit, die sagt, man kann einen Menschen aus dem Ghetto holen, aber man kann nicht das Ghetto aus dem Menschen holen. Woran spüren Sie heute das Ghetto in sich? When one speaks of the ghetto, you speak about it with definitions that are multiple. Also man spricht ja mit den vielfältigsten Definitionen von diesem Begriff Ghetto. Ghetto, das ist ja nicht nur der geografische Ort, an dem man unter Druck steht. Da gibt es ja auch eine Kultur, nicht nur den Druck von außen. Da kommen die Menschen zusammen, da entwickeln sie ihre Vorgehensweisen. Wie überleben sie dort? Sie entwickeln eine Kameradschaft, jede Menge Erfahrungen, die, wie mir scheint, ihren Wert haben. One of my closest friends, Dr. Martin Luther King Jr. Dr. Martin Luther King Jr., einer meiner engsten Freunde, mit dem ich neulich zu Abend aß, versuchte mit mir einmal zu sagen, was für ein Ergebnis haben wir denn überhaupt erzielt, unsere Mission, das Ende der Rassentrennung in den Vereinigten Staaten. Und als wir wussten, wir sind dicht vor dem Ende dieser Entwicklung in unserem Lande, sagte er, unser Kampf hat doch gerade erst begonnen, denn mit der Beendigung der Rassentrennung haben wir den Rassismus nicht ausgemerzt. Ich glaube, den Rassismus könnten wir morgen beenden und nie die Armut berühren. Aber wenn es gelingt, die Armut zu beenden, dann haben wir automatisch doch auch den Rassismus beendet. Und da habe ich zum ersten Mal ganz klar verstanden, mit einem Mindestmaß an Klarheit und Deutlichkeit, dass Rassismus und Armut so unglaublich miteinander verbunden und verknüpft sind. Egal, was immer wir auch versuchen, um Rassenfragen zu beenden, Ghettofragen, das schaffen wir nie restlos, bis wir den Schlüssel zur Beseitigung der Armut gefunden haben. Und wenn das nicht gelingt, wird der Rassismus nie ausgemerzt werden. Die große Frage, so meine ich, für das 21. Jahrhundert, wird die Frage der Rassen und des Rassismus. War das schon im 20. Jahrhundert? Gar keine Frage. Nehmen wir ein Thema, wenn ich das nehmen müsste, als das Wichtigste dieses Jahrhunderts, würde ich sagen, die Rassenfrage. Hitler hatte damit zu tun, die Sklaverei, die Probleme, vor denen Europa heute steht, mit der Einwanderung, auch die Vereinigten Staaten, Rassenfragen, Südafrika, die Apartheid, da ging es um die Rassenproblematik. Und ich glaube, wir sind noch nicht so weit mit dem Problem. Dieser enge Freund von Ihnen, Dr. Martin Luther King, hat bei Ihrer letzten Begegnung Ihnen gesagt, ich fürchte, wir integrieren uns in ein brennendes Haus. Ist dieses Haus, von dem er damals sprach, inzwischen gelöscht? Ist es abgebrannt oder brennt es immer noch? Nein. Das Feuer brennt noch. Das Problem ist nur, wir wissen nicht, wo sind die Feuerwehrleute? In Amerika wurde vieles erreicht im Kampf der Bürgerrechtsbewegung. Und der Staat, die Regierung hat nun begonnen, das Rad zurückzudrehen. Es sitzen viele im Kongress, die sagen, eine besondere Behandlung für Schwarze ist nicht demokratisch, nicht verfassungskonform. Aber haben sie diese Analyse gebracht, als es noch Sklaverei gab? Viele Amerikaner fühlen sich verraten, so meine ich. Dass zum Beispiel die Bildungs- und Erziehungseinrichtungen nicht mehr da sind, um deren Entwicklung wir gekämpft haben.
Affirmative Action, zum Beispiel, wie man sagt, um Schwarzen zu helfen, gibt es nicht mehr. Die Einwanderungsgesetze sind heute besonders schlimm und haben zu vielen, vielen Problemen für zahllose Bürger geführt. Und King sprach hier nicht nur in wirtschaftlichen Kategorien oder in rassistischen Kategorien über die Frage, sondern das brennende Haus erwähnte er, weil er hier an die moralische Verantwortung Amerikas dachte. Wir in Amerika, glaube ich, haben die moralische Vision aus den Augen verloren. Wir schauen immer nach dem Bösen im System, auf das Böse im System, und wir machen das Böse annehmbar, indem wir sagen, so ist das Leben. Und ich bin nicht der Meinung, dass das Übel, das wir versuchen zu definieren, Leben ist und wirklich natürlicher Bestandteil des Lebens ist. Ich glaube, wir schaffen das Böse. Und wenn dann Menschen kommen, die an der Macht interessiert sind, als Selbstzweck, Macht als Selbstzweck, dann haben die notwendigerweise es auch möglich gemacht, die moralische Vision und Verantwortung zu zerstören. Wenn man hört, welche Bedeutung Harry Belafonte in Amerika für die Bürgerrechtsbewegung hat, wenn man sich den Harry Belafonte von der Bühne vorstellt, der Banana Boat singt, hat man manchmal das Gefühl, der gesamte Showaufwand des Mannes Harry Belafonte sei nur ein Umweg, eine politische Botschaft zum Publikum zu bringen. Ich weiß, dass sie Konzerte unterbrochen haben, immer, und haben gesagt, so, jetzt rede ich erstmal über Rassismus und dann hört er noch ein Lied. Haben Sie das Singen überhaupt so ernst genommen, wie Sie alle diese Botschaften genommen haben oder immer noch nehmen? Also, die erste wirkliche Einwirkung der Macht des Theaters und der Kunst auf mich wurde verursacht durch einen Deutschen, Erwin Pescotta. Der ist aus dem Nazi-Deutschland nach Amerika geflogen. Geflohen hat dort eine Studieneinrichtung geschaffen. Marlon Brando war ein Klassenkamerad. Walter Matthau, Rod Steiger, B. Arthur, Tony Curtis, klar. Viele waren dabei. Und in diesem Studienzentrum, da habe ich Bertolt Brecht entdeckt, kennengelernt, Shakespeare, die Literatur, die soziale, die gesellschaftliche Literatur. Und da habe ich die Macht der Kunst verstanden, als soziale Waffe. Wenn man den Menschen über die Kunst etwas beibringen kann, über das Leben der Menschheit, dann inspiriert es sie und regt sie an, etwas zu verändern in ihren gegenseitigen Verhaltensweisen und Behandlungsweisen. Und wenn ich das umsetze auf die Musik, auf meine Songs, dann sehe ich genau dasselbe. Ein großer Amerikaner, Paul Robeson, einer meiner Mentoren, sagte einmal, Harry, veranlasse die Menschen der Welt dazu, deine Lieder zu singen. Dann wollen sie auch wissen, wer du bist. Und ich wage zu sagen, wenn ich sage, hey, yo, wenn die Leute das mögen und das singen, dann sagen sie irgendwann, wo kommt das eigentlich her, dieses Lied? Worum geht's da? Für was steht das? Wenn du den menschlichen Geist erweckt hast, ihn veranlasst hast, Fragen zu stellen, dann öffnest du die Chance, Wahrheit und Information rüberzubringen. Jeder Song hat diesen Zweck, dieses Ziel, den ich singe. Ich glaube, die Kunst ist dann am besten, wenn sie politisch ist. Sie ist dann am besten, wenn sie in den Dienst der gesellschaftlichen und sozialen Entwicklung des Bewusstseins gestellt wird. Und ich glaube, dass nicht jede Kunst zornig sein muss. Nicht bitter sein muss. Kunst muss nicht pedantisch sein. Sie kann sehr poetisch sein, sehr schön. Der größte Humorist der Welt war Charles Chaplin. Charlie Chaplin war aber auch die größte soziale Stimme des Kinos. Der kleine, arme Tramp gegen das System, kämpft gegen den Rassismus, spielt den großen Diktator sehr humorvoll, bringt aber seine Botschaft an den Mann. Wenn du Shakespeare liest, wenn du das alles ansiehst, die große Kunst, das ist Kunst für mich, die die soziale und politische Konsequenz in sich birgt. Da Sie nicht nur Sänger, sondern auch Schauspieler sind, kann man natürlich auf der Basis dessen, was Sie gerade sagen, fragen, was ist eigentlich heute leichter veränderbar, Hollywood oder Amerika?
I think there's no question that in order to change Hollywood, gar keine Frage. Um Hollywood zu verändern, wird man Amerika verändern müssen. Als ich anfing in der Filmindustrie, da hatte ich Rollen, durch die ich eigentlich eher verletzt war. Ich wollte Dinge tun, aber das wollte keiner hören. Und wenn ich versuche zu verstehen, warum Hollywood so rassistisch war, so eng in seinen Visionen und Sichtweisen, dann sage ich mir heute, die haben die Meinung und die Stimme der Nation zum Ausdruck gebracht. Damit Hollywood sich ändert, müssen wir die Art und Weise ändern, wie in unserem Land gearbeitet wird. Und als ich mich in der Bürgerrechtsbewegung engagiert habe, da haben wir die Gesetze Amerikas beeinflusst, verändert. Wie hat Amerika seine Bürger gesehen? Da hat Hollywood sich geändert. Da wurden andere Schauspieler eingestellt. Freeman, Washington, hervorragende Schauspieler, jede Menge Schwarze heute auch in Hollywood, weil Amerika sich verändert hat. Und wenn Hollywood sich noch weiter ändern soll, ein noch höheres Niveau erreichen will, dann muss man die Gesellschaftsordnung ändern. Denn auch die Filme von Spike Lee oder Ice Cube oder wer immer befassen sich lieber mit Gangs, lieber mit Drogen, lieber mit AIDS-Infektionen als mit der Rassenfrage, oder irre ich mich? Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Die Schwarzen in Hollywood nehmen nicht notwendigerweise die Frage der Rassentrennung auf, sondern sie nehmen bestimmte Klischees der amerikanischen Geschichte wieder auf, die sie mit Schwarzen verbunden hat. Jetzt ist mir die Frage klar. Die Schwarzen, die Zugang finden, zum ersten Mal einen Film machen können, Geld machen können, die eine Plattform erhalten, die lassen sich verführen durch dieses neue Niveau der Macht und sie kämpfen darum, auch ihre wirtschaftliche Lage anzuhalten, zu verteidigen, nach Hause zu gehen, nicht so sehr politische und soziale Standpunkte an den Mann zu bringen, weil sie Angst haben, sie könnten die, die großzügig zu ihnen waren, dann verletzen damit. Ich glaube, Künstler, die sich in den Dienst der Menschheit stellen, die diese Plattform dazu nutzen, etwas zu bewegen, das sind Künstler, die wirklich im Wohle der Gesellschaft arbeiten. Ich bin UNICEF-Botschafter. Ich gehe nach Afrika mit Attenborough zum Beispiel, anderen Künstlern, Audrey Hepburn, Roger Moore, Peter Ustinov, Liv Ullmann. All diese Künstler sind Weiße, bringen jede Menge Zeit auf und arbeiten mit Menschen in Ländern, die eben nicht in Europa sind. Und ich glaube, dieser Austausch unter Nutzung ihrer Kunst und ihrer Person, um die Probleme in diesen Regionen aufzuzeigen, ist einer der größten Dienste, die man leisten kann, die geleistet werden. Ich hoffe, dass mehr Schwarze in Amerika, Spike Lee und andere, sich dadurch motivieren lassen, durch dieses Beispiel und dasselbe tun, etwas bewegen in der Welt. Mr. Belafonte, es war ein Riesenvergnügen, Sie hier zu haben, auch wenn es ein fragmentarisches Gespräch ist. Ich muss aufhören, weil wir schon überzogen haben, aber ich bin froh, dass Sie noch für uns singen werden. Und sag an der Stelle ganz herzlichen Dank. Der Song, den ich singe, ist Audrey Hepburn, einer Kollegin gewidmet. Bevor sie von uns ging, hat sie in Afrika, wo sie arbeitet, gesagt, wie sehr sie diesen Song mochte. Und jedes Mal, wenn ich ihn singe, dann widme ich ihn dem Gedächtnis der Erinnerung an sie. Danke Ihnen. So, meine Damen und Herren, dann sage ich Ihnen noch ganz schnell, Harry Belafonte wird begleitet von Trey Sadler. Der Titel heißt Try to Remember. In der nächsten Woche haben wir bei uns, und wir geben nur zwei Namen preis, die klassische Kombination von RuPaul und Dieter Bohlen. Und ich weise noch darauf hin, dass Harry Belafonte auf Tournee geht, und zwar ab dem Januar 98, da hat der Kartenverkauf begonnen. Ich danke alle meinen Gästen, ich danke vielmals für ihr Interesse und sage bis zur nächsten Woche. Wiedersehen. Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were young and callow fellow.
try to remember, and if you remember, then follow, follow. Try to remember. Try to remember when life was so tender, when no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender, when dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender, when love was an ember about your pillow. Try to remember, and if you remember, the snow will follow. Deep in December, it's nice to remember. Without a hurt, the heart is hollow. Deep in December, it's nice to remember the fire of September. Woche mit freundlicher Unterstützung von Dallmayr Prodomo.